Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen jetzt mal die Drachenhöhle reingehen und mal schauen, was wir da finden. Naja, Drachen wahrscheinlich. Drachen sind von Natur aus Einzelgänger. Ab und zu bauen ein paar ihre Nester im selben Ort. Hier in Garottenschlucht haben sie eine mächtige Gemeinschaft aufgebaut. Dem Unbekannten sollte man mit Vorsicht begegnen. Wow, halt. Ich wollte auf jeden Fall mal Licht noch anmachen. Weil hier erscheint es mir doch relativ dunkel zu sein. Ach, Licht läuft ja schon. Woher soll ich das wissen? Okay, das sind alles Wachen, Kleindrachen, Schwarmdrache. Ach du Schande. Und laut der einen Quest müssten wir diese ganzen Drachen alle mehr oder weniger erledigen. Oh. Das wird ein großer Spaß werden. Woher soll ich das wissen? Großdrache, kann man eigentlich mit denen reden? Ah. Irgendwie geht das nicht mit Rädern. Ist schon Höhle. Ah, so kann man mit den Leuten reden. Muss man ein bisschen aufpassen. Und wir kriegen eine neue Aufgabe von Jaren Flam A. Ihr versucht die Gunst von Deftclue Red Reaver zu gewinnen. Versuchen wir das nicht alle? Wenn ihr alle Drachentöter in der Wildnis der Garattenschlucht tötet, werde ich ihn mit Sicherheit von euch erzählen. Ich wäre dann auch in der Lage, euch eine üppige Belohnung anzubieten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Aufgaben, die sich eigentlich ausschließen. Einmal müssen wir die Drachentöter töten oder einmal müssen wir die Drachen töten. Ich glaube, die schließen sich gegenseitig aus. Ja. Seid gegrüßt, sucht ihr Hilfe? Drachenexperte. Ah, da können wir Drache-Experte machen. Ehrend, Drachenfähigkeit und so weiter und so fort. Rebellische Drachen. Als wenn wir nicht schon genug Probleme mit Quixote hätten. Wir müssen uns auch noch mit Isengor herumschlagen. Isengor und der alte Loeb. Verräter unter uns. Sie denken, dass sie unsere Rasse neu schaffen können, indem sie sich über ganz Jadam verteilen und ihre eigenen Stämme bilden. Narren. Das Einzige, was sie erreichen, ist, dass sie uns schwächen, indem sie sich von uns entfernen. Yardrake floh in die Eisensandwüste. Mir ist nicht bekannt, wohin die anderen gegangen sind. Okay. Da haben wir Quest. Drachenjäger töten. Andere Seite von der Höhle. Was haben wir da? Auch eine Aufgabe. Die Drachenfluchblume kann man in verschiedene Weise als Heilmittel verwenden. Man kann sie sogar auch für andere Zwecke verwenden. Aus dieser Blume lässt sich ein Gift herstellen, das für Drachen tödlich ist. Allerdings findet sich das Gegenmittel ebenfalls in seinen Blüten. Findet diese Blume und bringt sie mir. Ihr werdet von meiner Belohnung nicht enttäuscht sein. Hoppla. Und Drachengroßmeister. Okay. Die Blume hätten wir ja sogar schon. Die Frage ist, wenn wir vielleicht noch eine weitere Blume finden würden, könnte man dann die Quest hier und da abgeben? Wenn er versteht, was ich meine. Deswegen will ich sie erstmal noch nicht abgeben. Wenn wir nur eine einzige Blume finden und uns entscheiden müssen, da oder da abzugeben. Ja. Dann muss ich mir echt überlegen, wem wir das machen. Wem wir das Ding geben. Die andere Frage ist, wenn wir uns für die Drachen entscheiden, können wir dann überhaupt noch unseren Ritter aufwerten? Weil die werden uns ja alle böse gesinnt sein dann. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hoppla. Oh, was ist das hier? Geht's da weiter runter? Ist mir unbekannt. So viel Drachen hier.
Ah, man kann einfach normal runtergehen und da ist Höhle des Drachenanführers. Nur weil ihr unter dem Schutze von Bastian Lautrin steht, gewähre ich euch diese Audienz. Wisset, ihr steht vor Deathclaw Redgreaver, den obersten Schwarmführer der Drachen von Tidalm. Vergeudet nicht meine Zeit. Was wollt ihr? Eine Allianz? Eine Allianz, um Tidalm zu vereinigen, sagt ihr. Hätte nicht Lautrin dies vorgeschlagen, dann hätte ich euch getötet und als mein Abendmahl verzehrt. Auch wenn sich dieser Vorschlag faszinierend anhört, kann ich mich mit dieser Idee jetzt nicht beschäftigen. Wir werden täglich von den verfluchten Rittern des Charles Quicksota angegriffen. Wäre er nicht ein Problem für uns, dann könnte ich Lautrins bitte nachkommen. Vielleicht könnt ihr mir mit Quicksota helfen. Und wie? Letzten Monat hat eine von Quixotes Banden unsere Höhlen überfallen und geplündert. Sie töteten viele und nahmen das Ei mit meinem ungeborenen Erbe mit. Während dieser widerlichen Mörder das Ei in Händen halten, können wir das Lager nicht angreifen. Wird es euch gelingen, mir das Ei zurückzubringen? Könnte ich Quixote töten? Erfüllt diese Aufgabe und ich werde euren Bund beitreten. Okay, und das Ei wissen wir ja auch schon, das ist in der Felswüstenland. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Wir können wahrscheinlich das nicht machen, dass wir beide in unser Ding reinmachen. Und es hat sich jetzt bestätigt, wir haben eine, wir müssen das Ei holen und dann müssen wir es entweder hierher bringen oder dahin bringen. Und je nachdem schließen sich entweder die Drachen oder die Drachenjäger der Allianz an. Hoppla. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich mich denen anschließen? Einmal, was die Drachenjäger machen. Dass sie die Drachen jagen wie Tiere. Ja, das gefällt mir nicht ganz so gut. Andererseits haben wir nichts anderes gemacht in Magic 6 und in Teil 7. Ja, aber den Drachen uns anzuschließen. Mal, von da geht's raus. Hallo, geht mal weg hier. Da geht's, glaube ich, raus. Richtig? Ja, das ist der Ausgang. Das sollte ich mir vielleicht auch mal ausschreiben, dass ich das nicht vergesse. So. Okay. Ausgang. Und das hier unten? Ah, das war der Meister. Anschließen. Ich weiß, dass die älteren Drachen niemals zustimmen werden, aber das kümmert mich nicht. Ich suche Abenteuer und ihr seid die beste Chance, die ich habe. Kann ich mit euch kommen? Obwohl eure Gruppe schon vollständig ist, werde ich trotzdem im Namen eurer Sache kämpfen. Ich werde mich zum Gasthof zum Abenteurer begeben. Ihr könnt mich dort antreffen, wenn ich mich eurer Gruppe anschließen soll. Schön. Jetzt können wir auch einen Drachen in unserer Gruppe haben. Auch nicht schlecht. Achso, und das ist noch der hier. Alles klar. Aber da ging es, glaube ich, auch noch weiter. Ach du Schande, also. Ihr dürft da nicht rein, Winzlinge. Okay, da geht's nicht weiter. Puh. Wenn ich so sehe, die Quest. Woher soll ich das? Andererseits, die scheinen nicht so, okay, der Schwarmführer, aber die anderen Drachen scheinen nicht so. Andererseits doch. Die Quest mit den Drachentöten scheint mir relativ schwierig zu sein. Da die Drachentöter zu töten, scheint mir da ein bisschen einfacher zu sein. Okay. Drachenhöhle. So. Wenn wir jetzt noch eine einzige Blume finden würden, dann könnten wir wahrscheinlich da die Quest abgeben, da eine Quest abgeben. Das hätte ja schon mal, das wäre gar nicht mal so schlecht, dann hätten wir schon zwei Quests zum Abgeben. Ja, die Frage ist, finden wir noch eine weitere Blume? Die war doch schon relativ versteckt gewesen. Da leuchtet was Blaues, vielleicht ist das eine Blume? Nee, das ist nur so ein Fragment. Hat die auch blau geleuchtet? Oh, eieiei. Hat die auch vorher schon so blau geleuchtet? Ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen noch ab, ob wir was finden.
Ich halte mich jetzt einfach von roten Gegenständen entfernt. Das ist nur so ein Ding hier. Also von Gegnern halt entfernt, weil wir auch nicht mehr so viel Mana und alles Mögliche haben. Das sind nur das hier. Die andere Blume war auch da unten gewesen. Ja, ich will aber jetzt eigentlich nicht... Da ist einer. Seht ihr das da? Da ist einer. Okay, da kommen wir gleich runter. Dann bleiben wir erstmal hier oben noch. Gegen die Nagas will ich, wie gesagt, jetzt noch nicht... Oh, das sind auch Gegner. Aber es sind nur drei Stück. Und es geht ja eigentlich, wenn es nur drei Stück sind. Geschafft. Wir haben es besiegt. Kannst du noch einmal heilen? Ja, du kannst noch mal heilen. Sehr gut. Sehr schön. So. Ja, wenn man das hier, das ist auch nur, überall nur diese komischen Dinger hier. Ah, das sind, was ist denn das da? Da liegt Gold rum. Ja, okay, also das Gebiet, das ist Naga-Gebiet. Da müssen wir tatsächlich aufpassen. Oh, und ich sehe ein Obelisken. Nee, nee, von euch halten wir jetzt uns erstmal fern. So, und das war's. Nein, 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 nein. Wir wollen zum Obelisken. Ob wir da irgendwie hochkommen? Ja, auf jeden Fall, denke ich. Spätestens da. Ja, und da haben wir noch Naga-Gebiet. Aber wie gesagt, das machen wir dann erst, wenn wir ausgeruht sind und vielleicht ein bisschen besser sind von, wie heißt's? So. Obelisk. Und besser sind von unseren Beförderungen und bla 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 und so weiter und so fort. So. Jetzt war hier irgendwo die Blume. Dann können wir doch tatsächlich zwei Quests abgeben, oder nicht? Oh, eine dritte Blume. Ah. Hoppla, falsche Taste. Oh, dann gehen wir doch nochmal zur Drachenhöhle und auch nach unten und einfach diese Quest abzugeben. Dann können wir ja mal schauen, ob die auch abgeschlossen ist. Oder ob, wenn ich eine abgebe... Da, Drachen. Genau, die zwei hier. Und wenn ich eine abgebe, ob die dann für die anderen auch abgeschlossen ist. Oder ob, also ob die sich auch gegenseitig aufheben oder ob ich beide abschließen kann. Wenn wir schon da sind, dann können wir das auch direkt in der Höhle erstmal machen. Wenn wir dann irgendwie hinkommen. Da ist er. So, ist noch nicht sterben beim Runtergehen. Wow, das war beinahe schief gegangen. So. Wo waren die? Die war die untere. Du hast alle drei Blumen. Okay, dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Ich bin gespannt. Die Drachen der Garottenschlucht sind gegenüber ein Gift anfällig, das man aus den seltsamen Drachenfluchblume gewinnen kann. Die Blume enthält auch gleichzeitig das einzige
Gegenmittel für dieses Gift. Hab Dank für eure Hilfe. Ja, dies ist wirklich die Drachenfluchblume. Sobald wir die Blüten verarbeitet haben, sind wir gegen das Gift, das die Drachenjäger gegen uns verwenden, immun. Okay, hast du jetzt... Du hast nur eine abgegeben. Ja, und da ist er immer noch drin. Ha, sehr gut, das gefällt mir. Dann können wir tatsächlich 2 Quests abgeben. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Die andere Quest will ich auch gleich abgeben. Wenn wir schon da sind, warum nicht gleich die Quest abgeben? Wer hat sie dann? Das war die Trommeln. Drachenblume. Ah, sogar ein relativ, ein Haus, das relativ weit im Dings war. Die Drachen der Garottenschlucht sind gegenüber einem Gift anfällig und so weiter. Ja, dies ist wirklich die Drachenfluchblume. Sobald wir das Gift daraus gewonnen haben, werden wir die Drachenbevölkerung auslöschen. Tja, wird nichts daraus, die sind immun dagegen mittlerweile. Können wir mittlerweile auch wieder ein bisschen... Ja, können wir. Dann lasst uns noch ein bisschen trainieren gehen. Ausbilder, gut gemacht. Macht weiter so. Gut gemacht. Macht weiter so. Gut gemacht. Macht weiter so. Gut gemacht. So. Macht weiter so. Sehr schön. Da haben wir viele, viele Fähigkeiten rausgekriegt. So, Kette-Experte haben wir jetzt. Waffenmeister. Ah, hat leider nicht gelangt, um es auf 4 zu bringen. Das hätte ich jetzt gern noch auf Ding gehabt. Ja, wäre das vielleicht sogar geschickter gewesen als Kette? Wer kann denn Kette eigentlich... Was habe ich mir aufgeschrieben? Oder habe ich mir schon was aufgeschrieben? Wenn ich es in meiner Liste finden würde. Kette. Meister in Alva. Okay, habe ich mir aufgeschrieben, denn Meister müssten wir da in Alva finden. Das heißt, in Alva könnten wir in Kette besser werden. Sehr gut. So. Ich habe da auch mal nachgeschaut. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, Geist und Seele auch auf Dings zu machen. Auf Meister zu werden. Da gibt es nämlich auch schöne, schöne Zauber. Bei Seele sowas wie, ja, Tote aufwecken oder geteiltes Leben. Ja, Großmeister Auferstehung. Und bei Geist, Irrsinn heilen wäre da auch noch bei Meister drinnen. Dass wir da auch besser heilen können. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, oder? Licht werden wir auf Meister, aber Großmeister wäre auch... Obwohl, Licht-Großmeister ist, glaube ich, relativ uninteressant. Ja, machen wir einfach mal. Sagen wir einfach mal. Bei Seele ist nur Meister Seelengeißel, Tote aufwecken, geteiltes Leben. Bei Geist kann man Irrsinn heilen. Dann würde ich erstmal sagen, Geist auf Meister machen, damit wir den Irrsinn heilen können. Dann müssten wir eigentlich alles, wenn wir die Zauber haben jedenfalls, alles heilen können, was wir heilen können, glaube ich zumindest. Von daher versuche ich erstmal Geist auf Meister zu bringen und dann Seele noch auf Meister. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, Schwertmeister sind wir jetzt. Großmeister könnte man das Ganze noch zur Rüstungsklasse hinzufügen. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Speer sind wir Meister. Fertigkeit wird zur Rüstungsklasse hinzugefügt. Wenn wir Großmeister sind. Aber ich würde sagen, in dem Fall machen wir jetzt tatsächlich mal, dass wir die Platte weitermachen und versuchen, da auf Meister zu kommen. So, bei dir. Weiterhin Axt. Hatten wir am Axt eigentlich auch schon Meister? Rabenbucht war es, genau. In Rabenbucht können wir dann Axtmeister werden. Oh, cool.
Meditation, Dunkel haben wir, Wasser, Luft würde ich ganz gerne machen, damit wir auch fliegen können. Luft auf Meister, dann könnten wir nämlich fliegen und das kann auch sehr, sehr wichtig werden. Von daher geht das nächste alles... Oh, ja. Wo könnte man denn Luft... Habe ich da schon was aufgeschrieben zur Luft? Experte war auf den Dolchwundeninseln. Nee. Das sehe ich jetzt gerade nichts. Das sehe ich jetzt gerade nichts. Das heißt, Luft auf Meister zu werden, hätten wir noch eine Chance. Entweder beim Schattensumpf oder in der Felswüstenland. Oder auf der Regnerinsel. Das haben wir ja auch noch. Diese drei haben wir ja auch noch. Naja gut, aber jetzt haben wir es erst einmal. So. Und eigentlich sind wir jetzt wieder voll. Eigentlich könnten wir uns jetzt um die Nagas kümmern. Ach ja. Gibt's eigentlich den, den Meteorregen gibt's auch nur bei Feuer auf Dings, auf Meister. Sollen wir uns jetzt doch erstmal um das hier kümmern? Um den Nagas? Andererseits, nee. Kleriker. Also das Ding auf unseren Kleriker-Dings zu machen, ist, glaube ich, jetzt eher wichtiger. Hätte ich jetzt jedenfalls mal so ganz profan gesagt gehabt, dass das vielleicht wichtiger wäre, da erstmal das... Ach, ich hänge! Ja, ich weiß nicht, dass ich gerade ein bisschen sehr, sehr wirr herumlaufe. Okay. So. Dann würde ich auch sagen, würde ich die Folge jetzt hier beenden, bevor ich dahin gehe, weil dann speichere ich auch nochmal richtig und nicht nur mit Schnellspeicherung. Weil wenn ich dann merke, dass es da vielleicht doch nicht geht, dann kann ich nochmal auf diesen Speicherstand zurückgreifen und vielleicht machen wir dann doch die Nagas. Aber ja, ich denke, wir gehen tatsächlich erstmal in den Murmelwald wieder rein. Immerhin, Murmelwald, dann werden wir auch die Quest erfahren, um die Allianz da zu schüren wahrscheinlich. Und das beißt sich wahrscheinlich auch, ja, das beißt sich nicht nur wahrscheinlich, das beißt sich auch wieder im Schattensumpf. Schattensumpf wäre dann wahrscheinlich unsere nächste Anlaufstelle. Dass wir da dann hingehen. Sozusagen Murmelwald, dann nach Alva, da noch Zeug lernen. Und ich glaube, die Nagafälle können wir da auch abgeben. Und da konnten auch noch was lernen. Dann Rabenbuch, da konnten wir auch noch wieder was lernen. Und von Rabenbuch zum Schattensumpf. Das wäre jedenfalls so mein Ding, wie ich mir das vorgestellt habe, dass wir das machen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.